Ja, hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Internet-Game-Let's-Play. Und diesmal geht es um die Car-Park-Challenge. Ein Spiel, was ich früher immer sehr gern gespielt habe. Mal sehen, ob ich das verlernt habe. Ich bin natürlich grün. Und mein Name ist Zoe Crafter. Okay, mit Pfeiltasten. Kriege ich hin. Nee. Wow. Kann ich mich auch zu Schrott fahren oder so? Okay, das hat mir was gemacht. Eben, Behindertenparkplatz. Na, wir sind ja nicht behindert, oder? Damage. Höhe. Also ich hoffe mal, dass es hier nicht nach Zeit geht. Was hat er da gerade? Achso. Ich war auf dem Behindertenparkplatz. Ah, da unten ist eine Damage-Anzeige. Wieso sagt mir das denn keiner? Und was ist, wenn die voll ist? Ich nehme mal, dann bin ich mal stark tot. Parkt. Okay. Oh, meine Damage-Anzeige ist wieder unten. Wie froh ich nicht bin. Jetzt zeige ich euch, wie es geht. Ah. Und was passiert, wenn ich hier unten so reinfahre? Nächste Map oder was? Und da ist schon mal ein Parkplatz. Ganz ehrlich, das war so gut bis gerade. Hey, ach so. Parkt. Passt doch. Boah. Toll, dass ich jetzt weiß, wie viel Geld es kostet. Das ist ja wohl verarscht, oder? Ich hätte so durchfahren müssen. Kann ich das einfach restarten hier oder was? Schade. Wahrscheinlich geht's auch noch und ich bin nur zu blöd dafür. Hä? Aha. Also ich bin ja kein so guter Autofahrer. Um ein Damage geht langsam aber sicher hoch. Jetzt soll ich sicher sein, ja, so. Für alle, die es nicht sehen, hier unten ist meine Damage-Anzeige. Wie schnell ich nicht auf 100 km/h komme, ne? Rechts oder links, ach, sorry. Hui. So. Also das Spiel schaffe ich. Kann ich auch mal das Auto hier so machen? Ich will nicht sagen, mein Auto ist das schlechteste auf der Welt, aber es wäre doch schon mal gut, wenn man ein neues Auto hätte. Wären die Parkplätze und die Autos da ein Zufallsgenerator oder sind das hier immer im gleichen Level? Nein. Was? Das ist doch perfekt geparkt. Ich weiß gar nicht, was da ist.
Ach, lass mich doch. Wir sind behindert, wir sind Suchtis. Und deshalb fahren wir hier auch die ganze Zeit gegen, weil wir behindert sind. Lol, was ist denn das für ein geiles Auto? Ich will nicht wissen, was der da hinten drauf hat. Oder ich kann es einfach nur nicht erkennen und ihr lacht euch jetzt gerade schlapp, weil es irgendwas Komisches ist. Wieso fahre ich gerade rückwärts? Also. Was? Game over. Oh. Da habe ich mich wohl übernommen. Beim rückwärts parken. Ja, da ist ein Parkplatz. Jetzt bloß ganz scheiße bauen. So wie das hier. Nein! Ja, Mann. Also ich glaube, das Spiel scheint ziemlich unendlich zu sein. Hellblau. Dunkelblau. Wir spielen das noch einmal in Schwarz? Nee. In Orange, nee. Genau, genau. Damit spielen wir es noch einmal durch und dann. Juhu. Und dann höre ich auch damit auf. Wir sind behindert. Irgendwie fehlt gerade der Sound, kann das sein? LOL! Der Mann macht mir Damage! Oh mein Gott, der Mann hat mir Damage gemacht. Ja, okay, das ist jetzt so das einfachste Level der Welt. Dung, dung. Nee, das vorhin war das einfachste. Ja, Mann. Oh mein Gott. Jetzt fahre ich hier durch wie ein Kloppter. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das jetzt machen muss, aber. Boah. Ja, Mann. Sorry, dass ich so oft jammern sage, aber es ist echt gerade witzig. Nee, stopp! Ich will doch nur hier rein. Komm schon. Ja, besser geht's wohl nicht. Sondern lassen wir uns noch einmal von einem Menschen verprügeln. Gucken, wie unsere Anzeige hochgeht. Und wie der unser Auto jetzt in die Luft springen wird. Nee, springt gar nicht in die Luft. Gut. Ja, und das war's dann auch schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.